Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur League Show. Wir sind heute live aus Hamburg am Start. Vielleicht natürlich nicht ganz live, weil ihr guckt das Ganze natürlich später. Ich werde also die League Show von ihr produzieren, aber hilft mir der gute Tim. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und generell ist es auch Zeit, Danke zu sagen, weil es ist erstmal die letzte League Show zur EU-ECS, denn es ist das große Finale. Danke an meine Modgruppe und Johnny 2.0, die mir da immer tatsächlich geholfen haben. Ganz besonders Carina, da kannst du das ihn, da an Franz, der das Ganze ermöglicht, und an Alex, der mir ebenfalls bei Replays immer zur Seite stand. Und danke an Malte, dessen Studio ich nonstop benutzen durfte. An die Leute ein ganz herzliches Dankeschön. Jetzt wollen wir uns alle nicht herzlich sehr aufhalten, sondern über die Teams sprechen, um die es heute geht. Es gibt das Spiel um Platz 2 zwischen Misfits und Fnatic und das große Finale, das ist morgen Unicorns of Love gegen G2. Wir sind quasi hinter der Räder, hinter uns liegen quasi die Spieler. Die fangen auch schon bald an, denn in einer Stunde geht es ungefähr los. Ich denke, das Spiel um Platz 3 ist ein sehr, sehr enges. Ich persönlich sehe Misfits in der Favoritenrolle, aber Fnatic hat in letzter Zeit brillant gespielt. Gerade Reckless steht da natürlich im Fokus und bei Misfits ist es auch so ein bisschen, ich habe vorher mit Power of Evil gesprochen, und er meinte auch, das erste Spiel ist ganz entscheidend, weil es halt auch dieses Momentum mitgibt. Wir gehen jetzt einfach rein ins Game und gucken mal, wer sich tatsächlich durchsetzen kommt. In der ersten Begegnung sahen wir, dass Caps die LeBlanc von Power of Evil mit Ryze counterpickt und auf der Botlane entschied man sich für Nautilus gegen die Karma, also eine sehr engage-lastige Botlane. Der Fokus von Fnatic lag allerdings auf der Toplane, denn da hatte man Alpharia als Schwachpunkt scheinbar ausgemacht. Proxer hier mit dem Level 4 Gank. Alpharia hat keinen Flash mehr, Proxer schon und der E connected von sowas. Easy First Blood und die Arena auch sofort in Stimmung. 3 Minuten später ist man wieder auf Alfari drauf, der hatte wirklich kein einfaches Spiel, sein Flash noch nicht wieder zur Verfügung, der Snare trifft nicht, seine Ultimate so und so ist halbwegs weg, aber er überhitzt, hier hat er noch die Chance wegzukommen, nein, Daisy Knockup und Kragas E beerdigen ihn und auch 2 Minuten später ist es wieder die Toplane, diesmal hat er Flash, aber das hilft ihm auch nicht, weil er viel zu weit weg ist von seinem Tier 2 Turret, die Ultimate trennt zwar Soas und Proxer, aber am Ende können sie ihn hier wieder stellen, 3 Kills also auf der Toplane und Soas bis zum Anschlag gefeedet. Trotzdem Begegnung an sich sehr, sehr ausgeglichen und immer wieder mit spektakulären Einzelleistungen versehen. Hier Power of Evil wird gechased, aber turnt das Ganze auf Caps. Der macht den auch weg. Hatte ihn hier mit dem Ward gespottet. 12 Minuten sind gespielt. Jetzt muss Proxer hier ran. Flash, Snare, aber Power of Evil kann aber die Pflanze auslösen. Kann er ja vielleicht sogar für den Suicide gehen. Die Kette sitzt gegen sowas. Er geht in die Base rein. Reicht vielleicht schon der Minion Damage, um ihn hier tatsächlich zu exekuten. Proxer hat hier noch Schaden gemacht. 8 Sekunden muss er warten. Er läuft in den Turret, reicht es? Nein. Proxer bekommt den Kill, trotzdem spektakuläres Spiel, auch weiter. 26. Minute und wir sehen das erstmal das große Problem von Misfits. Sie hatten eine Comp gepickt mit nur einem Tank und dieser war Igna und das ist ein Supporter und der platzt unglaublich schnell, wie auch in dieser Szene. Reckless hier auch noch energisch am Hinterhergehen. Sowas kann das Ganze natürlich Ewigkeiten tanken und damit 2 Kills für Fnatic, die danach allerdings noch nicht genug hatten, hier mit der Ultimate hinterhergehen und sich dann entscheiden, stattdessen auf den Nash zu turnen. Das ist immer wieder eine gute Option, gerade wenn man auch ein Ivan im Team hat. Power of Evil wird gecatcht, muss super low hier wegflashen, ist dementsprechend schon low und jetzt hat Misfits kaum Chancen, diesen Nash zu contesten. Aber Kakao kann nochmal die Vision clearen. So ist auf der anderen Seite. Geht auf Kakao drauf. Nash auf 1200, er geht rein, aber Ivan behält die Nerven. Proxer, dieser junge Mann, hat wirklich Nerven aus Stahl. Und danach springen wir in die 30. Minute. Noch 30 Sekunden dieses Nash-Buffs eben verbleibend. Und sowas macht sich wieder bereit. Er war wirklich einer der Stärksten in dieser ersten Begegnung. Wird es auch wieder unter Beweis stellen. ET rein, Ultimate haut Igna nach hinten. Der platzt hier wieder auf. Und jetzt hat Misfits keinen Tank. Aber Fnatic hat auch keine Minion-Wave. Dementsprechend erstmal den Tier 2-Turret nehmen. Der Siege sollte allerdings noch nicht aufhören. 31. Minute in der Turret. Und hier kommt Reckless. Ultimate geht rein. Alfari versucht mit seiner Ultimate hier noch was zu machen. Oben das 1 gegen 1 von Caps gegen Ansama. Caps hat Clans Flash, benutzt keinen von beiden. Und Ansama macht das ganz stark. Gibt damit Misfits nochmal die Chance, hier in dieses Game zurückzukommen. Man verliert zwar den Inhib, aber man hat immer noch Chancen. Und vor allem dann, wenn man Reckless catcht, so wie hier. Der ist super low. Da ist jetzt auch eine LeBlanc. Versucht Reckless zu finishen, aber der überlebt das. Dominating hier. Der überlebt einfach alles. Holt sich noch einen Triple Kill. Und das war's dann auch. Fnatic kann durchpushen. Gewinnt die erste Begegnung, die war spektakulär und jetzt führt Fnatic 1-0. Auch in der zweiten Pick-and-Bun-Phase setzt man wieder auf den Graves Jungle, der ja Ivan im Early Game besonders unter Druck setzen soll. Das klappte allerdings nicht ganz, denn die Botlane von Misfits, die hatte keine Pressure und deswegen wird hier Kakao gerade gecatcht. Jesus kann zuerst move, bringt auch noch seinen Kameraden Reckless mit. Kakao flasht zwar, aber hat keine Hilfe seiner eigenen Botlane, stirbt auf Level 4 und damit natürlich diese komplette Pressure erstmal AD. Fnatic auch danach allerdings immer wieder mit Problemen, denn Misfits diktierte das Early Game. Igna mit einer guten Ulti, Laterne
kommt zwar für Proxa, aber Proxa kann nicht draufklicken, wer Ignis sich da vorstellt. Proxa muss flashen, Source, TP3, er hat die Ultimate, nutzt sie allerdings nicht, stirbt hier weg. Auf deiner Seite Alfari sehr wohl mit seiner Ult am Start. Double Kill für Ansama, Alfari Flash hinterher für den Stunning, Triple Kill für den ADC von Misfits. Grandioser Start für Misfits. 14. Minute ist es dann, als die Jungs von Misfits auf der Botlane schon am Tier 2 Turret sind. Rakdos bekommt noch Redemption rein, wird engaged, kriegt die Ultimate raus und das hier ist ein 3-Mann-Stun von ADC Cannon. Er wird zwar hier sterben, aber jetzt verstreut sich Misfits in alle Himmelsrichtungen. Der ADC nach unten, der Jungler nach rechts und da wird auch gestellt. Caps kommt da ohne Probleme hinterher. Ignar versuchte zu helfen, muss dann selbst um sein Leben fürchten. Läuft hier mit Power of Evil und das wird ein langer, langer Run werden, denn sie werden gechased. Proxa hinterher und das große Problem ist, dass oben sich jetzt sowas von der Lane lösen kann. Alfari kann ihn da nicht mehr halten. Power of Evil dann ein Problem, weil Proxa in seinem Gesicht ist. Keine Chance für ihn. Ignar der Nächste auf der Liste. Er hat zwar nochmal sein Schild, aber Caps denkt sich, okay Jungs, den Kill gönn ich mir. Fnatic damit auf einmal mit der Führung. Und dieser blieben sie auch danach treu. Sie waren dann in der Lage, diesen Gold wieder ein bisschen zu erhöhen. Und mit 4000 Gold Vorsprung springen wir in die 22. Minute. So was mit dem Engage gegen Ignar. Feuert den weg, aber das ist der Supporter. Und mit Braum hält man einiges aus. Caps kriegt ordentlich eingeschenkt von Ansama. Und jetzt kommt der TP von Alfari. Misfits will diesen Fight turn. Ansama mit seiner Ultimate rein. Alfari in der Backline, aber da ist sonst niemand. Paul Evil versucht, in Ultrange zu kommen. Wird allerdings geguckt. Alfari fällt. Paul Evil muss sich selber ulten. Probiert noch rauszukommen, aber das sind einfache Kills für Fnatic und dadurch auch ein ganz einfacher Nash für sie in der 23. Minute. Zwei Minuten später ist man mit diesem Baron-Buff an den Nip. Alfari wird gecatcht, der platzt hier einfach wieder auf. Kakao wollte eigentlich flanken, muss dann allerdings weglaufen, kommt hier nochmal halbwegs weg, aber Jess ist mit dem nächsten guten Hook geht rein. Reckless mit der Flash-Ultimate, Hansama ist exhausted, kriegt sein Damage nicht raus. Kakao stirbt, Proxa flasht über die Wand, um Caps zu helfen im Duell gegen Power of Evil. Da kommen nochmal Daisy raus. Jetzt weiß natürlich Tristan, dass er weglaufen muss, aber das hilft auch nicht mehr. Fnatic auch im zweiten Game einfach ein Ticken besser und damit mit dem 2:0. Bei Game 3 sahen wir Ludo Midlane und Nami Support, also so ein bisschen Protect the AD mit einer Caitlyn dahinter, gespielt von Ansama, auf der anderen Seite den ADC kennen, den Gefürchteten von Reckless und auf der Botlane war auch sofort die Party am Start. Ignar wird gestunt, Proxa ist ebenfalls zur Stelle, Ignar muss flashen, aber Fnatic hat ebenfalls flashed. First bei dir, der Koku von Proxa trifft nicht, Ansama kann also nochmal sein Leben retten. Proxa hat allerdings noch nicht genug mit diesen Ganks, Ignar hat keinen Flash, dementsprechend einfacher Flash-Cocoon für ihn, Ignar platzt einfach auf, den kann man hier lange, lange noch ignorieren und Reckless bekommt den Kill. 7 Minuten 40 gespielt und die Botlane ist auch weiter im Fokus, 3 Minuten später Reckless gegen Ansama und Ignar, er bekommt einen Kill, das war richtig stark gespielt von Ignar mit Exhaust und Bubble, aber es reicht in dieser Szene einfach nicht, er selbst kommt allerdings seines Heals nochmal davon. Wir springen dann sofort 13 Minuten weiter, weil hier war wirklich nicht viel passiert. Fnatic spielte allerdings immer wieder sehr gut um die Vision, so auch bei diesem Nash. Sie schafften es einfach besser, immer wieder die Vision aufrechtzuerhalten und vor allem auch die gegnerische Vision zu denyen, kauften viel mehr Pingswards und konnten sich so in der 23. Minute diesen uncontested Nash sichern. Und mit diesem ging man dann auf die Top-Lane. Der Top-Lane Inhib sollte es werden. Die Caitlyn Traps lagen bereit. Aber erstmal Kakao. Schön gemacht hier von ihnen mit den Insec. Allerdings hat hier Reckless in diesem Moment schon QSS und beide Summoner Spades. Kommt nochmal mit dem Leben davon. Aber hier zeigt sich auch wieder die individuelle Klasse. Gerade von Misfits. Hansama hier mit einem klasse Flash. Kann er durch sowas dodgen. Der wird exhausted. Hinten stirbt der bei Caps. Kakao kommt allerdings ebenfalls nicht weg. Und dann ist es wieder Hansama, der hier weiter Damage machen muss. Alfari auch im Fokus. Im Duell gegen sowas. Kommt er hier gerade nochmal raus. Power of Evil und Ansama allerdings immer noch mit den Möglichkeiten, hier vielleicht das Ding zu turnen. Allerdings Alfari wieder out of position. Er erwischte wirklich nicht seinen besten Tag und sowas kann ihn abholen. Der Cocoon, der sitzt nicht allzu schlimm und Ansama verliert den Inhib, hält sein Team allerdings weiter im Spiel. Und so dauert es dann auch mal ein, zwei Minuten, bis Fnatic wirklich in der Basis angekommen ist. Hier hat Fnatic große Probleme, diese Nexus-Töte zu knacken. Caitlyn wird gestunt, Redemption geht rein, Alfari probiert zu zone, geht selbst schon sehr low und jetzt auf Kakao achten. Der kickt sowas rein, der ist in der perfekten Position für eine Ultimate. Katastrophaler Missplay von Kakao, super bitter, er gilt als der beste westliche Lee Sin-Spieler, aber das war ein klarer Fehler. Und somit muss sich Misfits hier gegen Fnatic 3:0 geschlagen geben und damit haben wir den Drittplatz
Platzierten sicher. Es ist Fnatic mit einem ganz eindrucksvollen Split, wo sie am Anfang wirklich nicht gut performt hatten. Rocket schien deutlich das bessere Team, um in diese Playoffs zu gehen, aber Fnatic hat sich selbst gefunden, einen eigenen Style kreiert, haben diesen ADC Cannonworth gemacht und am Ende sind sie völlig verdient hier Dritter. Kompliment an sie. Und bei Misfits, da hat irgendwann die Steigerung gefehlt über den kompletten Split hinweg. Sie hatten sehr stark begonnen, aber auch sie haben noch sehr, sehr hohes Potenzial. Ich bin sehr gespannt, wie beide Teams im nächsten, im Summer Split agieren werden. Das war das Spiel um Platz 2 und Fnatic hat 3-0 gewonnen. Damit hätte niemand gerechnet. Misfits war einfach an diesem Tag ein bisschen überfordert und Fnatic hat das auch einfach Weltklasse gespielt. Die Stimmung in der Arena war trotzdem phänomenal, gerade als Paul Wiebel am Ende nochmal ein Interview gemacht hat mit uns oder mit Ryan. Aber jetzt, ja, ihr hört schon, die Stimmung ist immer noch fantastisch. Vielen Dank. Auch bei Unicorns of Love gegen G2 stand Ivan wieder sehr hoch im Kurs. Xerxes sicherte sich diesen Pick. Er war ja auch der, der ihn in EU überhaupt erst reinbrachte. Wir springen in die 15. Minute und sehen den großen Unterschied. G2 war immer wieder in der Lage, mit Trick, der Rumble Jungle spielte, erfolgreich Ganks zu setzen, auch weil seine Laner ihn dabei sehr erfolgreich halfen. Auf der anderen Seite war das nicht der Fall. Vizicacic macht hier alles richtig, stirbt allerdings trotzdem. Und auf der Midlane, da probiert man es dann halt mit einem Flash Engage auf Ryze, der in großen Problemen hier. Die Vlad Ultimate tötet ihn nicht. Er macht die Ultimate und er kommt lebend raus. Sehr, sehr stark gespielt von Perks. In der 25. Minute sind wir dann in einer Siege-Position von Unicorns of Love, aber Samux völlig out of position, viel zu weit vorne, muss hier Heal nutzen und wird auch aufgefressen, dann von der Gangbang Ultimate empfangen, muss rausflashen, Perks flasht über die Wall, Samux wird hier einfach abgeholt und wenn du eine Kompass, die so viel auf dein ADC setzt, dann darf das einfach nicht passieren. Er wirkt dich am Anfang sehr nervös, während G2 sehr souverän wirkt, der Exile kriegt hier sein Q nicht geprockt und Vizicacic kommt gerade noch so weg. 29. Minute und Unicorns of Love mit diesem Nash-Call. Warum? Das fragt man sich bis heute, denn Ivan, der hat kein Damage auf den Nash und die Gegner haben mit Rumble-Ult und Ash-Ult alle Möglichkeiten. Exile kommt hier in den Pool, ist danach allerdings sofort tot. Vizicacic auch keine Chance hier wegzukommen. Das war ein absolut katastrophaler Call und G2 kann diesen Nash sogar noch übernehmen und sie wissen natürlich, dass der gute Xerx ein furioser Stealer ist. Deswegen wird er weggezoned. Easy Nash, easy life für G2. In der 36. Minute sind wir dann wieder in einer Phase, wo G2 gerne fighten würde. Die Gangplank Ultimate allerdings sehr, sehr früh. Deswegen überlegt Tricky, ob er seine Rumble Ultimate auch draufhauen sollte. Wartet, bis die Knallpflanze ausgelöst wird. Dann ein schöner Einebner, allerdings auch Redemption. Samux also fast wieder Full Life und Unicorns of Love merkt, wir können das fighten. Exile geht vorne rein, wird allerdings super in Bedrängnis geraten. Perks dann hier auf der Seite gegen Samux. Der muss beide Summoner Spades ziehen, wird trotzdem angegangen. Wird nochmal gefressen, aber damit fehlt natürlich der komplette Schaden. Xerxe oben gewesen, konnte dann nicht wirklich für Caitlyn peelen und dadurch kein Problem. Dadurch ist schon der Header für G2, allerdings Unicorns of Love nicht bereit einfach aufzugeben. Schöner Engage hier auf Trick, der wird hier sterben und jetzt auf Perks achten am rechten Bildschirm rein. Der geht nach vorne in den Busch und geht wieder raus, geht danach wieder rein, aber da liegt jetzt eine Trap drin. Da sind die Crits gegen Perks. Samux zeigt ordentlich aus. Mit jeder Minute dieses Finales wurde er einfach besser und damit kann Unicorns of Love gegen Nash und Elder das Ganze nochmal abwehren, aber G2, die hat noch nicht genug. 46. Minute, wir sind in der Basis angekommen. Perks, Chunk, Exile, die Gangplank Ultimate sitzt gut. Beide Carries sehr, sehr low. Ryze Ultimate, kommt was mit? Nee, ist ein Minion, aber der Nexus-Turret ist down. Dadurch muss man fighten. Exile allerdings unten noch mit den Minions beschäftigt. Setzt sein Proto-Bild ein, kommt nicht ganz in Range und schafft es hier nicht in den Pool. Samux dadurch der letzte Carry, den man auch hat. Er probiert sein Bestes. Er wird nochmal gepeert, aber das hier sind so viele von G2. G2 gewinnt also das erste Spiel völlig verdient und liegt dadurch 1-0 in Führung. Game 2 stand auf dem Programm, wieder sahen wir einen Ivan, diesmal von Trick, auf der anderen Seite einer Varus Miser kommt auf der Botlane, also extrem viel CC und diese CC wollte man auch von Anfang an ausspielen. Hier sind wir auf der 10. Minute, es gab schon den Lane-Swap, dann die Miser Ultimate, Varus Ultimate und damit hat man sehr, sehr simplen Kill. Sven kriegt hier nicht mehr das Redemption in Time, ansonsten hätte er das vielleicht sogar überleben können. Vorher war die CG2 Botlane auch erfolgreich, dementsprechend blieb die Partie sehr eng.
Ein Problem von Unicorns of Love war allerdings immer wieder die Absprache. Hier ein schöner Play von Exile, der Perks hinterhergeht. Dann kommt der Xerx hinzu, Perks fällt und damit hat man hier die Möglichkeit noch mehr zu forcen. Dieser Swain Pick ja als Counter zu LeBlanc gedacht, trotzdem Exile immer wieder mit Möglichkeiten sich zu befreien. Miffy dann im Fokus, hier bekommt Exile einen weiteren Kill und jetzt darauf achten, was Ulysses gemacht. Er tauntet den Gegner, Samux ultet rein, aber wo ist Visichachi? Visichachi hatte noch keinen Teleport, das heißt Unicorns of Love hätte hier definitiv weggehen müssen. Xerx ist dann oben darum bemüht, Trick irgendwie ein bisschen gefährlich zu werden, damit Hylissan und Exa rausgehen kann. Hylissan geht allerdings einen Schritt wieder rein, wird gesnared und dann kommt dann noch der TP von Perks hinzu. Somit muss ich auch noch Exa zurückziehen. Das war völlig unnötig, dass Unicorns of Love hier so schlecht aus dem Trade rausgeht. Und auch danach gab es immer wieder das Problem, dass Unicorns of Love Fights wollte, allerdings nicht geschlossen genug vorging. Hier, guter Engage auf Trick. Jetzt noch die Varus-Ulti. Man investiert viel, aber Varus Auto-Attack nicht. Es scheint so, als wäre man sich nicht ganz sicher, ob man den Kill wirklich will. Die Miser-Ultimate reicht dann auch nicht. Xerx auf dem Rückweg wird hier komplett in den Rücken geschossen. Exile muss ebenfalls aufpassen, wird exhausted und hat dann auch noch die Caitlyn-Ultimate im Gesicht. Keine Chance für ihn, hier wegzukommen. G2 dann auch noch gegen Hylissan unterwegs. Und dann kommt Visichachi und der eht hier einfach in Perks rein. Keine Ahnung warum, wird dann selbst CC, seine Ultimate kann nur Daisy wegkloppen und Lulu auch noch, aber das hilft ja auch nicht. Visichachi also dann alleine in 4 Leuten, stirbt auch noch, auch das völlig unnötig. Und damit nimmt sich Unicorns of Love ein bisschen selbst die Butter vom Brot, weil eigentlich war mehr drin. Das hatte auch noch den Nash für G2 zur Folge. In der 26. Minute sahen wir dann diesen Catch gegen Exile und wenn diese Comp von G2 etwas gut kann, dann ist es Chasen. Allerdings auch Unicorns of Love immer wieder in der Lage, back zu peelen. Hier sieht man, Samux wird angegangen, sofort die Ultimate von Hylissan gegen Expect, der wird an die Wand gerammt, Xerx springt ein, Hylissan stirbt an der Caitlyn Ultimate, Unicorns of Love könnte hier rauskommen, aber Visichachi wird oben jetzt hier noch hart angegangen, Sven kommt hinzu, der hat einen Red Buff, wird selbst angegangen, aber Visichachi kann Sven nicht stunnen und damit wieder der bessere Trade für G2, die jetzt schon deutlich vorne war nach einem eigentlich guten Early Game von Unicorns of Love. 29. Minute, wieder Unicorns of Love darum bemüht, hier einen Gage zu finden, aber Hylissan, den wird es einfach komplett weghauen in der Szene. Redemption wird noch reingecastet, Exile überlebt das, Visichachi wieder vorne drin, kann Sven raushauen, ist das der Turning Point? Miffy gegen die Wand, aber hier kommen Perks reingeflasht, man bekommt Miffy gerade so, aber beide Carries, Exile und Samux, müssen sich vor Perks zurückziehen, der das hier sehr, sehr schön peelt und mit diesem Double Kill und einem 6000 Gold Lead kann man dann Richtung Finish gehen. Unten ist allerdings noch Samux erleben. Expect kann allerdings hintipien, geht hinterher, überlegt, ob er chasen soll. Yep, soll ich Flash Engage. Samux ohne jede Chance wird einfach auseinandergeprügelt. Und damit der easy Finish für G2, die damit 2-0 in Führung gehen, obwohl Unicorns of Love echt ein gutes Early Game erwischt hatte. Match war Nummer 1 also für G2, wir waren Samux auf seinen Comfort Pick Lucian, Exile packte seinen Talon aus und Miffy musste auf Fiddlestick Support zurückgreifen und den sehen wir da nicht auch sofort. Er machte Party bei Exile zu Hause, obwohl er gar nicht eingeladen war. Keine Chance für ihn hier wegzukommen, schöner Gank und auch immer wieder der Versuch hier von Miffy die Sidelanes irgendwie zu unterstützen, allerdings wurde er manchmal selbst auch Opfer. Xerxe geht hier rein, Miffy super low, aber er kriegt hier Ult nicht raus, Xerxe ist exhausted, jetzt schmeißen sie doch noch, Miffy flasht das, Xerxe kommt weg, Samux ist zur Stelle, Sven ist wieder super low, hier kommt Exile, macht er beide, Flash, ne, er trifft nicht, Miffy kriegt nur ein und jetzt kommt hier Miffy, achtet mal auf den Evo, den fickt, Silence, 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 Bats, da ist der Kill, würde ich sagen, verliert hier fast die Hälfte sein. Eine AP. Perks dann mit der Ultimate gegen Exile, der kann das dodgen, es ist die 14. Minute, hier kommen die Shen Ultimate, Exile sehr weit vorne, kann hier unten rausgehen, allerdings wird Scheiße jetzt nicht zu turnen, warum, er ist super low, Trick geht wieder runter, tötet ihn, Visichachi hatte versucht zu helfen, aber auch er muss hier dran glauben, G2 immer wieder in der Lage zurückzuschlagen, allerdings Unicorns of Love, prinzipiell mit einer sehr, sehr aggressiven und guten Leistung bis hierhin. Wir springen in die 27. Minute, Unicorns of Love am Nash, das ist ein gewohntes Bild, das ging ja auch schon mal schief, allerdings überlegt man hier, wie soll man das Ganze ausspielen, Trick kommt hinzu von oben, man geht darüber, Exile über die Wand, Engage auf Trick, der wird exhausted, allerdings unten auch drauf achten, auf die Minimap, Samux fightet da unten nämlich alleine gegen Perks, hier kommt die Gangplank Ultimate, Dodge gegen Perks, Perks wiederum kann mit QSS die Miser Ultimate wegglänzen, Miffy im Fokus von Exile, selbst super low, kommt nochmal weg, Visichachi misst den Taunt gegen Sven, Samux geht über die Wall, hier allerdings Exile, nicht, kriegt allerdings den Kill gegen Sven. Es ist ein absolutes Auf und Ab auf Weltklasse-Niveau. Ein Finale, was diesem Namen absolut würdig war.
Wir springen einfach mal 2 Minuten später in die Szene rein, wo G2 den Dash macht. Perks hier wieder mit einer guten QSS, wird von Kragas nicht zurückgeworfen, aber Exile bringt einen Kumpel mit. Und der Ninja Shen hat hier einiges an Taunts mitgebracht. Sofort der Kill, Miffy ebenfalls gefallen und jetzt beginnt der Chase. Und Samox geht hier über die Flanke, Exile springt über Wände. Das ist alles ein bisschen unfair für G2, die müssen gucken, wie sie hier wegkommen. Jetzt der Flank vom ADC, Tank Lu schon angesagt. Trick wird engaged, muss aufpassen, geht in die Luft. Sven immer noch freistehen, aber hier kommt Tönis an. Flash Ultimate, damit fehlt der Schaden bei G2 und es ist das Ace für Unicorns of Love. Gleiches Gold nach diesem Teamfight, aber jetzt auch noch der Nash für die Unicorns. Der Nash schafft allerdings nicht, die Basis zu knacken und so finden wir uns in der 35. Minute in einer sehr, sehr denkwürdigen Situation wieder, denn G2 pusht die Midlane und Unicorns of Love wird die Botlane pushen. Es ist eine der Situationen, wo beide Teams halt überlegen müssen, wollen wir dieses Base Race wirklich? Und Unicorns of Love sagt erst, yep, das wollen wir. Samox und Co. pushen, Zwell alleine auf der Midlane, Miffy geht in die Base. Geht ja doch nicht. Miffy bleibt stehen. Aber warum? Miffy macht wahrscheinlich 70 Damage pro Auto-Attack an diesem Turret. Und das auch nur alle 1,5 Jahre. Und jetzt Unicorns of Love schon an Imip-Turret. Allerdings Samox mit der Ultimate nicht in der Lage, Perks genug zu pressuren. Die Mini-Wave ist weg. Unicorns of Love backt hier raus. Das heißt, G2 gewinnt wohl dieses Space Race. Allerdings jetzt auf dem Minimap. Unicorns of Love turn. Xerxe mit der Ultimate. Perks fällt. Imip-Turret damit so ist wahrscheinlich down. Und auf einmal muss sich G2 zurückziehen. Unicorns of Love behält hier die Nerven. Es war ein Auf und Ab, aber sie bekommen den Inne, bekommen sie vielleicht sogar noch mehr. Hier kommt Tönisang wieder mit dem Flash, aber das war nicht in Range und das ist super bitter, weil dieser Flash ist auf ihn natürlich immens wichtig, gerade wenn es Richtung Nash geht, was es dann auch ging. Hier Miffy auf der anderen Seite und natürlich auch Trick. Trick ist im Fokus. Tönisang kommt allerdings nicht über die Wall, er hat eben keinen Flash. Xerx im Fokus, der Tank fiel weg. Exile wird exhausted. Reicht der Schaden von den Unicorns, ist die Frage. Exile wird gefeiert, aber er kommt dann nochmal raus und sein Damage ist immens. Sven ist down, währenddessen Perks oben gefallen im Duell gegen Samox und seinen Kumpel. Expect kann dann Hülisang hier nochmal holen, aber das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. 4 Leute down für den G2 und damit das Finish und der erste Sieg von Unicorns of Love gegen G2. Zweiter Matchball für G2 und wieder haben wir einen Talon auf der Midlane. Diesmal allerdings packte Perks dagegen LeBlanc aus statt die Cassio, um ihn mehr auf der Lane beschäftigen zu können. In der 4. Minute geht's auch sofort auf der Midlane heiß her. Exile geht fürs First Blood. Perks bekommt dieses zwar, trotzdem das Ganze eigentlich worth, weil Xerxe ja noch den Farm bekommt und außerdem auch einen Assist bekommen hat. Er pusht die Midlane rein und Trick kommt hinzu. Das Ganze wird allerdings nochmal spannend, denn Xerxe entscheidet sich dazu auch noch die Raptoren zu contesten. Er hat einen Double Buff, Trick hat nichts, das ist also eigentlich eine gute Idee. Und auf einmal Flash Trick hinterher. Alle fragen sich warum, aber er wartet nur auf seinen 5. Stack. Der Snare kommt raus, Perks ist mit dem TP hinzugekommen. Sensationeller Play hier von G2. Diesen Teleport so auszunutzen, das war große Klasse und damit das Ganze im Endeffekt worth für G2. Danach Unicorns of Love darum bemüht, die Midlane immer wieder zu campen. Xerxe war fast nonstop auf der Midlane. Perks kann hier die Wave allerdings rauspushen, trifft dann hier die erste Kette und auf einmal wird es für Exile ein bisschen schwer hier rauszukommen. Er dasht entgegen, die nächsten Ketten sitzen und ein easy Kill. Perks mehr oder minder 1v2, er outclassed Exile hier relativ brutal und auch danach will Exile zu viel. Er hat das Ignite gepickt, er muss Plays machen, aber das sind keine Plays, das ist Feeden. Der nächste Kill für Perks, der wirklich eine sehr, sehr starke Partie zeigte. 17. Minute sind wir mittlerweile und diesmal ist es ein Dive auf der Midlane. Der Airshow trifft Tönisang, Exile kommt noch raus, Perks ist exhausted. Der Dive, der ist ziemlich risikoreich. Perks ist unter Druck, kommt hier allerdings nochmal raus. Währenddessen Tönisang gestorben, Visi Chachi, der MVP des Splits, ist allerdings in die Backline tippiert und kann dort nicht überleben. Double Kill für Sven und damit auch eher gut im Spiel. Auch danach versucht er Expect immer wieder Picks zu landen, allerdings Exile durchaus in der Lage sich zu wehren, auch wenn er hier 1-3 steht und dann der Teleport von Visi Chachi, der TP von Perks ein bisschen später, allerdings Exile an der Wand gestunt worden, Visi Chachi mit der Ultimate versucht die Kette zu flashen, das gelingt nicht, Expect super low, der Flammenwerfer, nein, das Schild von Expect kommt nochmal ab, das reicht hier nicht, weder Deathfire Touch noch Leandris ist dort genug, um Expect zu schlagen. Mitten in T1-Suit steht er noch in der 26. Minute, dass wir Unicorns of Love hier ändern. Allerdings Perks von hinten hinzugekommen. Er kann hier die Flank starten. Viel Fokus auf Hülisang. Fehlt damit nicht der Schaden. Perks geht rein, aber das war zu gierig. Der Bauchhammer trifft ihn und der Shutdown für Samox.
Unicorns of Love ist nicht bereit, sich hier aufzugeben. Und auch 5 Minuten später ist die Partie immer noch eng. Visichachi gegen Next Back. Das Redemption kommt rein. Visichachi kann das Ganze turnen. Talon kommt aus der Base und auf einmal ist man in der Lage, hier vielleicht Next Back abzuholen. Die Rumble Ultimate, die sitzt gut. Redemption allerdings jetzt auch für Next Back. Der kriegt nochmal 4 Leben wieder. Er hat nochmal sein Schild. Visichachi ist überhitzt. Next Back muss rausflashen. Kommt der hier nochmal weg? Nein, Exile schlägt zu. Der Shutdown für ihn. Aber was ist der Preis dafür? G2 am Nash müssen den allerdings interrupten, weil sie wissen, sie sind in Unterzahl. Somit Unicorns of Love in der Lage, die Midlane rein zu pushen. Allerdings wollen sie noch mehr. Perks wird angegangen. Muss aufpassen. Geht nochmal raus. Miffy kann ihn hier schäden. Allerdings hat Unicorns of Love ein neues Ziel entdeckt, nämlich den Nash. 32. Minute. Sie sind immer noch in Überzahl. Allerdings hat Expect auch den Teleport ready. Jetzt kommt Perks von oben. Geht auf Samux. Der hier sofort. Allerdings ist Perks raus. Geht wieder rein. Und dieser Chunk gegen Samux ist insane. Der noch 5% seines Lebens. Man bekommt zwar Perks, allerdings währenddessen Xerxe gestorben. Visichachi geht nochmal in den Bauch von Ulysang. Hat er seine Ultimate ab? Nein, das sind noch wenige Sekunden. Kann man das überleben? Expect kommt rein, Exile kann den Stun blocken, aber das reicht nicht, Rumble stirbt vor der Ultimate und auch Tano danach tot, selbiges Schicksal erleidet auch Samux, der hat keine Chance hier noch was zu machen, super enger Fight, aber auch ein super guter Fight von G2, Ulysang dann der letzte Überlebende, reicht das fürs Finish, aber Ulysang, der geht für eine Reise, erst mit seiner Ultimate, dann das Support Battle hier, dank Redemption überlebt das Miffy und Ulysang muss ins Gras beißen, G2 kann das Game hier allerdings noch nicht finishen, 10.000 Gold Lead ist allerdings natürlich eine kleine Vorentscheidung, vor allem weil sie oben drauf auch noch den Nash bekam. Mit diesem Nash ist man dann endgültig in der Basis von Unicorns of Love angekommen und die probieren Plays zu machen gegen Trick. Der ist alleine wunderschönes Kragas-Fass von Xerxe, der auf Kragas wieder eine gute Figur machte und damit eine Überzahlsituation für Unicorns of Love. Visichachi wird angegangen, der Spectator weiß nicht, wo er hingucken soll. Nach oben wäre meine Devise, denn hier ist Visichachi immer noch im Fokus. Redemption kommt rein, Exile kann nicht in die Backline rein. Samux kriegt seinen Schaden und das Braumschild rein. Hier ist Exile in der Backline, aber Sven, der kann sich wehren, kriegt den Kill. Damit die Überzahlsituation. Xerxe frisst den Ash Arrow. Samux kitet, was das Zeug geht. Aber das wird nicht reichen. Perks geht auf ihn drauf. Samux überlebt das nochmal. Aber reicht das für ihn Death? Ich wage es zu bezweifeln. 4 gegen 2. Einer davon hat ein GA. Und hier kommt nochmal der Stun von Expect. Eingeflasht gegen Samux. Das ist die Entscheidung. G2 ist der neue und auch der alte Titelverteidiger, Seriensieger, EU-LCS Dauer-Champion. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Es war ein würdiges Finale und es war ein vollkommen verdienter Sieg. G2 ist in Europa einfach das Maß aller Dinge. Yo. So, Freunde, das war das Finale. Ich stehe jetzt hier sogar am EU. Ja, Ende des Nächsten muss ich auch mal gönnen. Das war die Leadshow. Wir hatten ein fantastisches Finale. Wir hatten eine richtig geile Zeit hier. Danke an alle, die das ermöglicht haben. Danke nochmal an alle hinter der Leadshow. Einfach mal herzlich in die Kommentare für die Jungs. Danke auch an Tim, der das Ganze mit mir hier gedreht hat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Das war's mit der Leadshow fürs Erste. Weil es ist natürlich das Ende der EU-LCS. Wir haben einen würdigen Sieger. Wir hatten geile Spiele. Wir hatten Fnatic, Rocket. Wir hatten Stones, die wir nicht vergessen werden. Und damit war es das fürs Erste. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit. Bis bald, euer Johnny.